Ich komme gerade von Fridays for Future Köln. Da wurden solche Einladungen verteilt. 29.11. wieder weltweiter Streik fürs Klima. Die Public Climate School an der Universität Köln. In der Hoffnung, dass die Scientists for Future 2 da hoffentlich bald eingeladen werden. Und ihr seht es auch selbst. Ihr seht das erste Video. Also ihr seht jetzt gerade vor euch dass den ersten Videobrief an Greta Thunberg und Fridays for Future. Liebe Greta, ihr könntet schon längst am Ziel sein. Ja, wenn ihr kooperieren könntet mit den richtigen Leuten. Wenn ihr koalieren könntet mit den richtigen Leuten, denn eure Hoffnung, also sozusagen laut zu protestieren und dann macht Merkel schon und löst das Problem, hat sich nicht bewahrheitet und wird sich nicht bewahrheiten, weil Frau Merkel will das nicht, Frau Merkel kann das nicht und deswegen wird sie es nicht tun. Ja? Also nur mit in Kooperation mit den Scientists for Future 2 könnt ihr 900 Milliarden fürs Klima erhalten, Kohlestopp 26 und vieles andere mehr. Ich habe euch aber versprochen, also deswegen bitte dieses erste Video schauen. Überall, wo die Videos veröffentlicht werden, auf diesen Kanälen, findet ihr auch den ersten Teil. Und für heute habe ich euch versprochen, hier in diesem zweiten Videobrief euch vorzulesen, was die naturwissenschaftliche Beweisführung dafür ist, dass die Strategie der Scientists for Future 2 nicht nur unbedingt nötig ist, sondern auch zwingend nötig ist und warum sie auch unheimlich viele Gelder freisetzen wird und warum sie den Kapitalismus beenden muss und warum wir den Kapitalismus auf diese Weise beenden müssen. So, ich klicke mal durch. Ich klicke jetzt also, ich mache das weg hier mit den Videos. Gehe auf die Startseite, also das heißt, ich google jetzt nach Weltrat der Weisen, ist immer noch die beste Möglichkeit, am schnellsten. Man klickt drauf, rechte Maustaste, Google nach und schon habe ich Weltrat der Weisen. An der zweiten Stelle steht die Homepage. So, und jetzt bin ich von Weltrat der Weisen, bin ich hier drauf gekommen und jetzt habe ich hier den Text. Und vorgelesen beim ersten Videobrief habe ich euch diesen ganzen ersten Teil. Und jetzt kommt das, was ich euch für heute versprochen habe. Zur naturwissenschaftlichen Beweisführung anhand des Naturgesetzes von Mutation und Selektion. Manche, die sich nicht richtig gut auskennen in Wissenschaft, denken ja, dass Wissenschaft daraus bestände, irgendwelche Statistiken zu machen, wobei man nach dem Prinzip immer vorgeht, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das ist zwar mittlerweile ein ziemlich häufiger oder inflationär gebrauchter Weg von Wissenschaft, aber ich glaube nicht, dass die ganz großen Dinge in der Wissenschaft überwiegend durch Statistiken erzeugt wurden oder durch Studien, sondern dass sie die überwiegende Zahl aller großen naturwissenschaftlichen Ergebnisse eher wirklich durch Denken und Verstehen entstanden sind, dass so dann auch die Naturgesetze erfasst wurden. Zum Beispiel denken wir an das Naturgesetz der Gravitation. Natürlich hat man später dann in Statistiken wahrscheinlich das alles noch ausgerechnet, welche Kräfte wirken, also so, dass man dann ausrechnen kann, wenn man einen Wolkenkratzer baut, welche Kräfte dann in welchem Stockwerk wirken und wie dick die Stähle sein müssen, damit das Ganze nicht zusammenkracht, weil sich ja der Wolkenkratzer und die Erde gegenseitig anziehen. Ja, aber so in dem Moment, wo man das Naturgesetz der Gravitation kennt, braucht man keine weiteren Beweisführungen mehr. Man hat dieses Naturgesetz und danach kann man sich richten. Natürlich muss man noch die Windkräfte mit einberücksichtigen, aber
Auf jeden Fall ist schon mal das Naturgesetz der Gravitation die Basis. Und genauso ist es auch mit dem Naturgesetz von Mutation und Selektion. Ja, in den letzten Jahrzehnten hat uns besonders Richard Dawkins eigentlich immer näher zu dem Gedanken gebracht, dass es hier sich um ein feststehendes Naturgesetz dieses Universums handelt, sozusagen. Die Dinge mutieren, dann greift die Selektion an, manche bleiben übrig, manche sterben aus. Und dieses Naturgesetz wird jetzt quasi angewandt. Jetzt lese ich mal vor. Also, jetzt kommt der allerneueste Stand der Wissenschaft. Die Anwendung des Naturgesetzes von Mutation und Selektion auf unsere Gesellschaft. Ernährungssystem. Zum besseren Verständnis der mimetisch-genetischen Evolution, jetzt klicken wir drauf, jetzt mache ich erstmal das Ganze noch ein bisschen, nee, weiter geht's nicht. Mimetisch, das wird euch nichts sagen, jetzt gehen wir auf Wikipedia und gucken uns Wikipedia an. Ne? Also das Meme ist Gegenstand der Meme-Theorie und bezeichnet einen einzelnen Bewusstseinsinhalt, zum Beispiel einen Gedanken. Es kann durch Kommunikation weitergegeben und damit vervielfältigt werden und wird so soziokulturell auf ähnliche Weise vererbbar, wie Gene auf biologischem Wege vererbbar sind. Ganz entsprechend unterliegen Meme damit einer soziokulturellen Evolution, die weitgehend mit denselben Theorien beschrieben werden kann. Analog sind bei der Weitergabe Veränderungen möglich, also Mutationen, etwa durch Missverständnisse und so weiter. Es ist viel einfacher, wenn ihr euch einfach nur merkt, Meme, das kommt von Memory, von Gedächtnis, das sind verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte und wir haben in der gesamten Natur nur zwei Speicher, Informationsspeicher, die DNS, die Gene und die Meme, die Gene und die Meme. Das sind alle Informationsspeicher, die wir haben. Alles, was man in der Psychologie Kognition nennt und so weiter, das ist nichts anderes als das gleiche Meme. So. Also, um diese mimetisch-genetische Evolution besser zu verstehen, oder auch biokulturelle Evolution oder auch Gen-Kultur-Koevolution, und um die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik also besser zu verstehen, kann es helfen, jetzt kommt das Entscheidende, sich bildlich zwei kleine Männchen unten ist gleich Vergangenheit, oben wäre dann Zukunft, vorzustellen und auf einem großen Blatt Papier unten in der Mitte einzuzeichnen. Also ich mache das mal vorher. Hier käme würde ein Männchen hingemalt werden, hier ein Männchen hingemalt werden. Ein großer Kopf und dann könnte man in den Kopf einmalen die Meme. Zum Beispiel könnte man hier ein Irrtumsmeme reinmalen, also die Dinge variieren, also Menschen entwickeln ein Irrtum, ein Irrtumsmeme und das rechte Männchen trägt ein Wahrheitsmeme im Kopf, ne? Für ein W für Wahrheit und I für Irrtum. So, dann gehe ich jetzt mal hier weiter. Na? Ah, hier. Das eine Männchen unten Mitte links hat also eingezeichnet im Kopf eine Irrtumsmemutation. Das Männchen rechts unten daneben hat in seinem Kopf an derselben Stelle eingezeichnet ein mutationsfreies Wahrheitsmem. So, und jetzt gehen wir da mal ran mit dem Beispiel einer Professorin in der bekannten ARD-TV-Sendung Planet Wissen. In den großen Schlössern des Königreichs Frankreich tauchte irgendwann im letzten Jahrtausend ein Händler auf mit einer Irrtumsmemutation. Er ist also das linke Männchen unten in der Mitte, das wir eben eingezeichnet haben. Er stand vor dem Problem, dass er es kaum, da muss ich doch mal gucken, was hier los ist. Dann mache ich so.
dass er es kaum schaffte, herrliche, reife, kerngesunde Früchte in diesem vollreifen Zustand von weit her schnell genug heranzukarren, bevor sie verdorben waren. Er glaubte, dass gut konservierbare Süßigkeiten, Schokoladen und so weiter genauso kerngesund seien. Das ist seine Irrtumsmemutation und erwarb dementsprechend für seine Süßwaren. Also, er glaubt also, einen Irrtum, nämlich Zucker ist genauso gesund wie eine süße, herrliche, reife Mango, in die er jetzt direkt reinbeißt. Dies ist ein riesiger Irrtum. Aber er glaubt das und warbt damit. Er glaubt das, ist überzeugt davon, wirbt entsprechend. Und bei seinen Kunden kommt er glaubwürdig rüber und die sagen, ja, schmeckt doch sogar besser als Früchte, als süße Früchte. Und die Früchte sind dann auch nicht angefault, weil sie gut konservierbar sind und so weiter. Ja, und natürlich, das essen wir gerne und so weiter. Ja, nun passierte aber was. Nun hatten die Menschen in den Schlössern deswegen bald faulige, schwarze, eiternde Zähne und Kiefer, die derart nach Verwesung stanken, dass die Damen ihre Fächer bei den Festen in erster Linie wedelten, um den Verwesungsgestank nicht zu auffällig werden zu lassen. Aber offensichtlich war den Menschen der Zusammenhang mit den Süßigkeiten nicht richtig bewusst. Später wurde dann die Zahnbürste erfunden, um wenigstens die auffälligsten Folgen der schädlichen Nahrung etwas zu verstecken, anstatt zum Beispiel die gesunden Früchte vor Ort in Gewächshäusern anzubauen. Also, die Leute haben genauso wie viele Menschen immer noch nicht merken, dass sie Zucker, Salz und Transfette und Pizza und Brot und Kartoffeln und alle solche Dinge übergewichtig machen und krank machen, Diabetes erzeugen, Fett machen, dass in Cola, glaube ich, 40 Gramm pro Liter Zucker drin sind und so weiter. Und dass es sich um krankmachende Dinge handelt. Genauso ist den Leuten auch nicht klar geworden, dass ihre Zähne nur deswegen so stark faulen, weil sie alle diese Süßigkeiten essen, ne? So, und jetzt geht's weiter. Auf jeden Fall verkaufte der Händler immer mehr Süßigkeiten. Heute sind unsere halben Supermärkte voll von Waren mit Zuckerzusatz und hinterließ mit seiner Irrtumsmutation viele Kinder, die wir über ihm geistig einzeichnen. Also, das heißt, wir zeichnen jetzt hier war das erste Männchen mit dem Irrtumsmem. Und darüber zeichnen wir die nächste Generation ein mit vielen Kindern, denn er kann ja durch seine vielen Verkäufe viele Kinder ernähren. Und danach kommt die nächste Generation und da die nächste und dann auch hier die nächste Generation und so weiter. Ja, und von diesen Kindern, ja, ich weiß jetzt nicht, ich muss gerade mal gucken, warum die Tastatur jetzt nicht will. Will nicht. Kann ich nicht ändern. Von diesen Kindern waren alle, von den schwarzen Schafen der Familie abgesehen, wiederum Träger des Irrtumsmem. Der Händler Mitte unten rechts, ohne diese Irrtumsmemutation mit seinen Wahrheitsmemen, konnte den Süßigkeitenzuverdienst nicht erzielen, konnte weniger Kinder ernähren, die wir über ihm einzeichnen. Von diesen wenigen Kindern sind die meisten
Wahrheitsmemträger. Nur die dortigen schwarzen Schafe der Familie werden infiziert vom Irrtumsmem, vielleicht im Rahmen einer Ausbildung beim reichen Händler links. Also so funktioniert, kurz gesagt, Kapitalismus. Ja? Der Händler mit dem Irrtum, der die Menschen krank macht, verdient wegen der Billigkeit seiner Zuckerwaren richtig gut, viel mehr als ein Früchtelieferant, kann mehr Kinder ernähren. Diese Kinder treten in seine Fußstapfen, bilden Filialen. Während der Wahrheitsmemträger rechts unten nur ganz wenige Kinder ernähren hat, denn er bringt ja mühsam die reifen Früchte von weit her bei und die Hälfte ist verfault, wenn er ankommt und so weiter. Er zieht geringe Gewinne und manche seiner Kinder gehen zur Ausbildung beim reichen Händler, weil sie sagen, ich will kein armer Schlucker bleiben. Und dadurch werden sie dort auch infiziert mit dem Irrtumsmem, nämlich Zucker ist gesund. Zuckerfrüchte sind genauso gesund wie echte Früchte. Ne? Und dieses Irrtumsmem breitet sich natürlich mit diesen vielen Kindern und Schülern. Der Schüler sind quasi geistige oder mimetische Kinder, breiten sich aus. Aber ich lese mal weiter. Schüler, die einen Händler zweck Ausbildung suchen, entscheiden sich mehrheitlich für den reichen Irrtumsmem-Mutanten links und nicht für den armen Schlucker rechts, sodass wir links viele Schüler als mimetische Kinder oben dazuzeichnen und rechts nur wenige. Rechts ist die Zahl aller mimetischen und genetischen Kinder viel kleiner. Jetzt zeichnen wir diesen Baum von unten her immer weiter bis ins Jahr 2200. Dann sehen wir links ganz oben im Baum Millionen Menschen mit dem Irrtumsmem und rechts fast kein Männchen mehr mit dem Wahrheitsmem am gleichen Memort im Gehirn. Also das ist Kapitalismus. Kapitalismus ist ein dysfunktionales System, ein System, das alles zerstört und alles kaputt macht und krank macht. Und die Menschen, also es ist quasi so, der erste Irrtumsmemträger erzählt einen großen wirtschaftlichen Erfolg, weil seine Zuckerfrüchte viel billiger sind als der riesige Transportaufwand, reife Früchte aus dem Süden heranzukarren, und wo die Hälfte verfault ist. Also hat der Wahrheitsmemträger sozusagen geringe Gewinne, kann wenig Kinder ernähren und zieht wenig mimetische Schüler an. Der Irrtumsmemträger kann viele Kinder ernähren, kann viele Schüler anziehen und fängt an, die gesamte Bevölkerung krank zu machen und zu vergiften. Das ist Kapitalismus. Ne? So, weiter geht's. Die Maus hat verrückt gespielt. Und jetzt ist es so, dass wenn man das weiterzeichnet, hier hat er 8 Kinder, hier 2 Kinder. Dann aus den 8 Kindern werden, wenn jeder auch wieder Kinder hat, werden dann vielleicht 30 Kinder. Aus dem werden vielleicht 4 Kinder oder 6 Kinder oder 4. Ja? Und dadurch entsteht hier ein riesig weit auseinandergehender, millionengroßer Baum, ein riesiger Baum von lauter Leuten, die Irrtumsmemträger sind und alle die Ideologie verbreiten und den Irrtum, den kapitalistischen Zentralirrtum verbreiten. Zuckerfrüchte sind genauso gesund wie echte, naturbelassene, reif geerntete Früchte. Und hier rechts, da ist nur so ein kleines Rinnsal von wenigen Wahrheitsmemträgern, weil die praktisch nichts mehr verdienen, weil die auch auskonkurriert werden. Zum Beispiel die Märkte, die diese Zuckerfrüchte verkaufen, die sind natürlich Marktführer, haben Werbemilliarden. Und am Ende haben sie da oben vielleicht 5 Leute, die Wahrheitsmeme vertreten und Millionen Menschen, die Irrtumsmeme vertreten. Das ist Kapitalismus. Jede Industrie vertritt die Irrtumsmeme, mit denen sie die ganze Bevölkerung krank macht, das ist Kapitalismus.
Kapitalismus stößt also nicht nur zu viel CO2 aus, sondern er zerstört das Leben aller seiner Bürger nach und nach, erzeugt massenhaft Krankheit. Und jetzt kommt von manchen kommt vielleicht jetzt das Argument, ja, aber wir leben doch so lange und früher haben doch die Menschen so kurz gelebt. Es gibt leider keine harten Daten darüber, wie alt wir vor 400.000 Jahren wurden. Aber Professor Völpel äußert sich so, dass der heutige Mensch einen Genbestand für circa 127 Jahre hat, plus minus, ne? Und diese 127 Jahre, davon sind wir 40 Jahre entfernt. Also mindestens werden wir 40 Jahre früher vergiftet durch den Kapitalismus als sozusagen nötig wäre. Ja, es gab bis vor einigen Jahrzehnten gab es in Okinawa zum Beispiel Massen an 110-Jährigen, die voll arbeitsfähig waren, fit waren und am gesamten Leben teilgenommen haben. Also unsere Welt ist nicht positiv, sondern unser Kapitalismus verkürzt Leben. Und wenn wir davon ausgehen, wir müssen davon ausgehen, dass vielleicht die Menschen vor 400.000 Jahren vielleicht nicht 127 Jahre alt geworden sind, weil ihr Genbestand vielleicht noch etwas kürzer programmiert war. Denn das Alter richtet sich da immer gemäß den gesamten Lebensbedingungen ein. Das Sterbealter wird also von der DNS durch Mutation und Selektion festgelegt. Aber sagen wir mal so, wir müssen davon ausgehen, dass vielleicht die Menschen vor 400.000 Jahren schon auch tendenziell Richtung 100 Jahre alt wurden. Und das eben gesund, weil sie eben noch nicht durch den Kapitalismus vergiftet wurden, ne? So, also. Und jetzt sollten Sie sich vorstellen, steht hier, was das bedeutet. Wenn Sie die Möglichkeit von Tausenden von Irrtumsmemen bedenken, von denen jedes einzelne sich millionenfach ausgebreitet hat und wie eine Epidemie Milliarden Gehirne infiziert hat. Also quasi, wir haben ja nicht nur den Zuckerhändler, wir haben ja lauter Ernährungshändler, wir haben Ärzte, wir haben Richter, wir haben Staatsanwälte, wir haben Polizisten. Jeder Berufsstand hat eine kapitalistische Ideologie entwickelt, die seinem eigenen Berufsstand maximale Gewinne bringt und dabei maximalen Schaden für die Bevölkerung erzielt. Das ist Kapitalismus. Kapitalismus betreibt Raubbau an der Erde, Raubbau an der Gesundheit der Menschen, Raubbau an der Lebensqualität der Menschen und wandelt das in Profite um. Und das müssen wir doch beenden, oder? Ja? So, das heißt, dass uns nicht in erster Linie die einzelnen Lebensmittelskandale mit ihren einzelnen Verbrechern gefährden, und dass zum Beispiel der Krankenstand in der Industrie nicht hauptsächlich durch solche schwarzen Schafe in schwindelerregende Höhen getrieben wird, sondern hauptsächlich durch ein Millionenheer von Menschen mit allerbesten Absichten, die es richtig gut mit uns meinen, deren Gehirne aber angefüllt sind mit Abertausenden von Irrtumsmemen, die sie für Wahrheiten halten und aufgrund derer sie uns vergiften, ohne es auch nur im Geringsten zu ahnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Also manche sagen, ja, die Kapitalisten, die sind böse, die wissen genau, dass sie uns vergiften und dass sie uns umbringen und dass die Pharmakonzerne uns krank machen und so weiter. Nein, die Masse von denen weiß gar nicht, weil sie glaubt ja ihre Irrtumsmeme. Und wenn jemand ein Irrtumsmeme glaubt, ist er überzeugt davon, der Retter der Menschheit zu sein, wenn er die Menschen vergiftet. Ne? Also das heißt, der Kapitalismus ist genau so. Kapitalismus zerstört alles, weil Irrtumsmeme, die zu Gewinnen führen, sich massenhaft ausbreiten im Kapitalismus und dann die ganze Gesellschaft manipulieren und die ganze Gesellschaft zu Opfern des Kapitalismus machen. Ja?
Das ist, deswegen gehen wir mal vorsichtshalber davon aus, dass sie gar nicht wissen, was sie tun. Denn sonst, wenn wir sie einfach beschuldigen, dann schütteln die verständnislos den Kopf. Ich will doch nur das Beste, sagen sie dann. Ja, weil sie ja auch wirklich glauben, dass ihre Irrtumsmeme wahr seien. Ne? Also machen wir keinen Schuldvorwurf, sondern sagen wir nur gut, der Kapitalismus als System ist böse, nicht die Menschen. Das System ist böse und schlecht. Ne? So, weiter geht's. Und auch die Köche der Betriebskantinen können so nichts anderes tun, als die Mitarbeiter der Unternehmen schleichend zu vergiften und langfristig immer kränker zu machen. Denn sie können nur einkaufen, was der Handel an Krankmachenden anbietet. Und sie können nur Krankmachendes auf die Speisekarte setzen. Denn sie halten die Irrtumsmeme in ihren Köpfen für wahr und können deshalb kein weniger krankmachendes Essen anbieten. Ja, denn manche Unternehmen denken, sie würden schon viel Gutes tun für die Gesundheit der Mitarbeiter und bieten also quasi den kapitalistischen Müll, Sondermüll, ihren Mitarbeitern zur Arbeit an und wundern sich, dass diese häufig krank werden und dann 118 Milliarden Schaden jedes Jahr erzeugt wird in den Unternehmen durch Krankheit. Ja? Weil sie denken, sie würden ja schon tolle Ernährungsberater und tolle Köche in den Kantinen einsetzen. In Wirklichkeit sind das Leute, die gar keine Ahnung haben, wie gesundes Essen aussehen würde. Ne? Für heute, beim nächsten Mal gibt es also das Gesundheitssystem. Für heute schließe ich ab. Der Kapitalismus ist ein alles zerstörendes Gesellschaftssystem, das mittlerweile also naturwissenschaftlich genau durch diese Beweisführung widerlegt ist und unbedingt abgeschafft gehört und sofort beendet gehört, weil sich typischerweise im Kapitalismus Irrtumsmeme Gewinne bringen, Profite generieren, dadurch sich ausbreiten, nicht mehr hinterfragt werden, massenhaft ausbreiten, dadurch eine Massenmanipulation der Weltbevölkerung entsteht und die Menschen vergiftet werden, zerstört werden, ihr Leben zerstört werden, die Böden zerstört werden, die Erde zerstört wird. Und jeder dieser Kapitalisten denkt, glaubt seine Irrtumsmeme und denkt, ja, ich tue doch Gutes. Und wir, der Kapitalismus, hilft doch der Erde und hilft doch den Menschen. Aber der Kapitalismus sieht nicht, dass er Kriege generiert, dass er Terrorismus erzeugt, dass er Depressionen erzeugt, dass er Übergewicht erzeugt, dass er Krankheiten wie Krebs und so weiter erzeugt. Die wichtigste Ursache für Krebserkrankungen ist Kapitalismus, ne? Denn in den Zeiten, wenn wir in die Paläopathologie zurückgingen, finden wir an den Knochen keine Spuren von Krebserkrankungen in der Zeit vor 400.000 Jahren. Und weil 400.000 Jahren irgendwo, ab da wurde irgendwo die Vorformen des Kapitalismus erfunden und die Fehlentwicklung nahm seinen Lauf. Ne? Also das heißt, ich schließe ab, hiermit ist mithilfe des Naturgesetzes von Mutation und Selektion naturwissenschaftlich und damit viel zuverlässiger als mit allen Studien der Welt, naturwissenschaftlich, naturgesetzlich bewiesen, mit allerhöchster wissenschaftlicher Beweiskraft, dass der Kapitalismus ein alles zerstörendes System ist und die Geisel der Menschheit darstellt. Ja, und dass wir das lösen müssen. Ja, ich deute nur mal an, wo ihr dann beim nächsten Mal, wir können ja nachdem wir dann das beim nächsten Mal das Gesundheitssystem gemacht haben, könnte man sich natürlich auch den Lösungen zuwenden. Ich gehe mal hoch in der Seite. Zum Beispiel hier steht ja Sammlung wichtiger Links, da kommt man also auch ganz schnell dahin und hat hier zum Beispiel erste Zwischenschritte weg vom Kapitalismus, ja. Und da sieht man hier zum Beispiel, wie reformieren. Da wird erstmal Grundprinzipien des Reformierens aus über die kleineren Lösungen. Dann werden die kleineren Lösungen, hier geht es über die kleineren Lösungen. Da kriegt man mal mit so ein bisschen die Kombireform Ernährung und Gesundheit und Pflege, die also pro Jahr ungefähr
ja, 70 bis 100 Milliarden plus erzeugen soll, von denen dann vielleicht 60 bis 70 Milliarden fürs Klima verwendet werden können. Es können 7 Kohlekraftwerke stillgelegt werden und halb Deutschland mit Sonnenkollektoren auf den Dächern bedacht werden. Ne? Dann kommt die große Lösung und so weiter. Also das heißt, es gibt hier auf dieser Homepage massig Material, wie ihr erfahren könntet, wie man den Kapitalismus beenden kann. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, ihr findet Videos 1, 2 und dann demnächst 3. Alle könnt ihr immer, müsst ihr halt jeweils auf den jeweiligen Kanal klicken, wo ihr das Video gefunden habt. Und dann findet ihr immer auch die anderen Videos. Ja, dann bis bald und hoffen wir, dass wir bald den Kapitalismus gemeinsam beenden können, 900 Milliarden fürs Klima in Deutschland freischaufeln können, Kohlestopp 26 schaffen können und gemeinsam sind wir stark. Und bitteschön, liebe Fridays for Future, wenn ihr nicht bald eine höhere Koalitionsfähigkeit und Kooperationsfähigkeit entwickelt, sondern einfach denkt, ihr könntet alles allein, ihr könntet diesen gewaltigen Wandel der Menschheit alleine aus eigener Kraft mit vielleicht 2 Semestern Wissenschaft oder mit ein paar Schuljahren, als ich so alt war wie ihr, habe ich von der Welt nichts gewusst. Und ihr müsst euch mit den Leuten, die 60, 70, 80, 90 Jahre alt sind bei den Scientists for Future, mit denen, von denen müsst ihr lernen, wie man die Welt korrigiert. Wenn ihr da nicht kooperationsfähig werdet, werdet ihr scheitern wegen mangelnder Kooperationsfähigkeit und wegen mangelnder Koalitionsfähigkeit. Bis bald. Tschüssi.